Mit der Gewissheit aufzuwachen, dass das Wetter schön ist. Auch deshalb verbringe ich meinen Urlaub in dieser Ecke Andalusiens, El Cabo de Gata, in der Nähe von Almería. Denn hier gibt es die meisten Sonnenstunden in Spanien, ganz im Gegensatz zu Paris, wo ich sonst lebe. Die Strände in diesem Naturpark sind paradiesisch, aber manchmal habe ich das Meer ein bisschen satt. Also frage ich die Verkäuferin an der Strandbar, was gibt es hier sonst noch zu sehen? Na, besuchen Sie die Albaricoques, die Aprikosen? Ich dachte, sie veräppelt mich, aber nein. Du folgst einfach dem Feldweg hinter der verlassenen Mine. Am Ende des Weges befindet sich das beschauliche Dorf Los Albaricoques. Dort wurden all die bekannten Western gedreht. Das klingt vielversprechend. Ich nehme das Auto, zum Radfahren ist es zu heiß, und fahre durch die beeindruckende verlassene Goldmine. Ein seltsames Gefühl, allein in dieser menschenleeren Wüste. Dann erreiche ich mein Ziel und habe direkt ein Déjà-vu. Mir drängen sich Szenen auf, die hier vor über 60 Jahren gedreht wurden. Alles ist unverändert erhalten, originalgetreu. Ich sehe förmlich die Cowboys durch die Gassen reiten. Fand da nicht das Duell zwischen Lee Van Cleef und Clint Eastwood statt? Erinnern Sie sich? Für ein paar Dollar mehr hieß dieser Western von Sergio Leone. Fast ist es, als hörte ich den Soundtrack von Ennio Morricone. Doch was brachte zwei Amerikaner und einen Italiener in diese abgelegene Ecke Spaniens? Nun, sie drehten einen der etwa 200 Spaghetti-Western, die hier zwischen 1960 und 1980 entstanden. Der Ursprung dieses besonderen Genres ist im Zweiten Weltkrieg zu finden. In Italien zensiert die Mussolini-Diktatur Filme aus den USA. Da die Werke von John Ford oder Howard Hawks nicht mehr zugänglich sind, beschließen viele italienische Regisseure, ihre eigenen Western zu drehen. Das tun sie vor allem in Studios in den Vororten Roms. Und da Italiener bekanntlich Pasta essen, nennen wir Spanier sie Spaghetti-Western. Die Franzosen nennen sie umgekehrt Western-Spaghetti. Die Deutschen sagen schlicht Italo-Western, die Japaner hingegen Macaroni-Western. Die Außenaufnahmen werden aber nicht in Italien gedreht. Sergio Leone findet in Spanien die ideale Kulisse. Einige Drehs finden im Umland von Barcelona, Burgos und Madrid statt. Doch bei Almería gibt es Wüstenlandschaften, die Leone besonders faszinieren. Kleine Randnote. Die Italiener sind nicht die Ersten, die in Europa Western drehen. Unsere deutschen Freunde waren begeisterte Zuschauer der Abenteuer von Winnetou, dem Helden aus den Werken des Schriftstellers Karl May. Winnetou galoppierte aber hauptsächlich durch die grandiosen Kulissen Kroatiens, bevor auch er in Südspanien seine filmischen Abenteuer erlebt. Almería ist damals sehr arm. 13.000 der 40.000 Einwohner leben in Höhlen. Szenenbilder oder Dekor sind überflüssig, denn die kargen Dörfer ähneln denen in Arizona oder Mexiko. Auch die Einwohner von Almería sehen mit Schnurrbart und Sombrero aus wie Mexikaner. Die Gitanos, spanische Roma, spielen oft Apachen zu Pferd. Die schwarz gekleideten, trauernden Witwen muss Sergio Leone nicht einmal einkleiden lassen. Sie sind, wie sie sind, perfekte Statistinnen. Für einen Western braucht es viele Menschen, um Städte und Saloons zu füllen als Zuschauer bei Duellen und Kämpfen. Bingo! Die Komparsen aus Almería waren die billigsten der Welt. Sie bekamen nur einen Hungerlohn. Aber für die Bauern und Bergleute der Region war es ein Vermögen. Sie verdienten als Statisten in einer Woche mehr als in 4 Monaten Feldarbeit. Sie waren zu allem bereit. Manche erzählten stolz, dass sie bis zu 7 Mal pro Woche starben. Und natürlich die Stars. Mit Clint Eastwood, Sean Connery, Anthony Quinn, Brigitte Bardot zu drehen. In Filmen mitzuwirken, die von den 3 Sergios gedreht wurden. Sergio Leone für eine Handvoll Dollar, 2 glorreiche Halunken, Sergio Corbucci, Django, Sergio Solima von Angesicht zu Angesicht und viele andere.
bis das Publikum anfängt, sich zu langweilen und die Produzenten noch billigere Kulissen und Komparsen in Nordafrika finden. Die Italo-Western sind zwar sehr gewalttätig, aber politischer und vor allem weniger rassistisch als ihre amerikanischen Pendants. Die Einwohner von Almería trauern dieser Zeit nach. Vorbei sind sie, die Zeiten der Hollywood-Stars. Heute fühlen Touristen die Kulissen, Hotels und Strände. Der Zauber dieser Jahre lebt weiter in Los Alvaricoques und an den drei Drehorten in der riesigen Tavernas-Wüste, die in Touristenattraktionen umgewandelt wurden.